Ganz herzlich willkommen zum Hotstock Report heute am Mittwoch. Wir blicken zum Kollegen Florian Söllner ins Homeoffice. Hallo Flo. Und wir starten in die Sendung mit der Kryptobranche, genauer gesagt mit Coinbase, denn die haben jüngst Zahlen vorgelegt und damit offenbar ganz schön enttäuscht. Zumindest lässt die Reaktion der Aktie darauf schließen. Wie findest du, wie ist die Bilanz bei dir aufgenommen worden? Also keine Riesenüberraschung, dass die Luft hier einfach raus ist. Die Umsätze schon mal mit 1,2 Milliarden deutlich unter rund 1,5 Milliarden, die erhofft wurden, also richtig schlechte Zahlen. Dann auch noch Verlust und dann solche Hype-Bereiche wie NFT, die ja in guten Marktphasen, wenn das Geld per Helikopter quasi abgeworfen wird, ein Spielzeug ist, über das wir auch berichtet hatten. Hatten wir aber auch jüngst nochmal darauf hingewiesen, bei NFTs auch die Luft raus. Wer kauft jetzt bunte Bilder im Internet, wenn schon klassische Aktien Probleme machen? Also auch hier hatte Coinbase beispielsweise einen Beta-Test gestartet. Von 8 Millionen Interessenten haben nur 0,01% tatsächlich aktiv jetzt gehandelt. Die ersten Umsätze lagen wohl erst bei 75.000 auf dieser NFT-Plattform. Haben wir auch nochmal ein lustiges Bild dazu, glaube ich. Also weiterhin würde ich nicht anfassen. Wir haben eine Schätzung, KGV nächstes Jahr vielleicht bei 40, vielleicht aber auch nicht. In diesem Marktumfeld, Krypto ohnehin ja unter Druck, ist das fraglich, ob man hier positiv überraschen kann. Also ich halte hier es auch weiterhin wie Buffett, dass ich grundsätzlich auch Firmen, die frisch aus dem IPO mit sehr hohen, tollen Prognosen der Analysten kommen, lieber nicht anfasse, in Zweifel, wenn sie teuer sind. Also muss man nicht haben. Weiterhin nicht. Ich würde nicht frühzeitig auf Schnäppchenjagd gehen. Wieso, zeige ich gleich mal in einem historischen Vergleichschart. Hier sieht man es mal. Rückläufige Umsätze bei einem hochbewerteten Titel in einer hochvolatilen Branche. Das sind Titel, die man jetzt einfach auch noch nicht einsammeln sollte. Wir schauen jetzt noch auf drei Titel, die auch extrem unter Druck stehen. Peloton, Roku und Zoom im Vergleich. Peloton hat ja die Woche auch Zahlen vorgelegt. Ich meine, es sah vorher schon übel aus. Jetzt sieht es noch übler aus, was die Aktie angeht. Ist da überhaupt noch Hoffnung? Sind das so gefallene Engel oder was machst du aus diesen Werten? Also Peloton hatten wir auch nie in der Sendung oder auch im Report als Empfehlung. Ist so ein klassischer ARK-Hype-Titel wie Zoom und Roku, die jetzt bei ARK Invest drin sind. Und ARK hat jetzt aber eine Idee, wir kommen gleich mal dazu. Und eine große Überraschung diese Woche wechselt jetzt in Richtung Value. Kommen wir gleich in der Sendung nochmal dazu, ausführlich. Würde ich weiterhin nicht anfassen. Wir haben jetzt zwar bei Peloton irgendwo Licht am Ende des Tunnels mit Kursumsatzverhältnis von 1. Das ist irgendwo wieder ein bisschen Normalität, aber eben Verluste. Wachstum angekündigt, 1%. Insofern, wir wissen ja alle, wie oft wir schon in unserem Leben, glaube ich, du vielleicht auch, Marco, mal so einen Home-Trainer gekauft haben, eine Ecke gestellt haben. Auch wenn es jetzt digital ist, wird sich daran wenig ändern, dass das ein schwieriges Geschäftsmodell ist. Also schon krasse Verläufe. Und Marco, hast du sowas schon mal erlebt eigentlich, so einen richtig großen Tech-Crash? Also bei Einzelwerten vielleicht, sondern wirklich einen allgemeinen Crash, da war ich, glaube ich, noch zu jung. Der ist dann vor meiner aktiven Zeit gewesen, der passiert. Aber du hast es auch mitbekommen, oder? Genau, das war ja damals sozusagen mein Start in diesen verrückten Sektor 2000, 2001. Also mitten rein in den Hype und dann ging es aber gleich mit Freunden bei einem Startup in Berlin dann genau in diese wilde Phase. Also insofern hatte ich da gleich richtig Spaß, in Anführungsstrichen, im negativen Sinne und habe das schon alles mal durch sozusagen, was erstmal weniger Spaß gemacht hat, eine harte Phase war. Aber man hat ein bisschen was draus gelernt, hoffe ich, und man ist nicht mehr sehr überrascht von dem, was gerade passiert. Viele Leser fragen mich jetzt, wie weit geht es nach unten? Ich kann nur sagen, früher wird es bei zu teuren Werten noch extremer. Da ist es auch mal ein Jahr lang gefallen. Sehen wir auch gleich nochmal im historischen Amazon-Chart. Und wir haben auch mal Stimmen von anderen Investoren, sehr erfolgreichen Milliardären aus den USA, haben wir hier mal Tweets dazu, die sagen, ja, das ist eine extreme Phase. Und hier sehen wir erstmal Amazon. Wir hatten den ja schon öfters dabei, der Klassiker in unserer Sendung. Da war immer der Hinweis, Leute, kauft nicht jeden Dip nach, weil damals, die alten Hasen wissen es noch, da war der Dip nachzukaufen, wenn dann die Zinsen nach oben gehen und der Hype vorbei ist, einfach fahrlässig. Wir haben ja bei der ersten roten Linie hatten wir den 50% Abschlag beim damaligen Startup Amazon. Von diesem Niveau ging es dann aber von 50% minus nochmal
80% runter. Am Ende waren es 95% minus. Nur mal als Beispiel. Und wir hatten dann eben ein Jahr lang Kursverluste und haben dann eine Bodenbildung gemacht. Keine direkte, keine Fahrerholung, keine schnelle. Man musste etwas Geduld mitbringen. Und dann gab es von einem nachhaltigen Boden, TFA ähnlich, könnte man es nennen. Das gab es damals ja noch nicht, unser System. Gab es dann einen nachhaltigen Aufschwung, der bis jetzt angehalten hat bei Amazon. Also gerne mal solche Charts angucken und dann entscheiden, will ich Verlustbegrenzung einhalten oder will ich hochbewertete Titel durchhalten, weil natürlich wiederholt sich Geschichte nie, aber sie kann sich reimen und wir haben eine extreme Situation. Da weisen Marktbeobachterinnen oder Marktanalysten so extrem was selten, dass hier so viel zusammenkommt. Noch unterschätzt wurde lange auch China. China-Lieferketten kommen noch hinzu. Wir haben Krieg, wir haben Zinserhöhungen, wir haben hohe Bewertungen. Also irgendwo gibt es das Licht am Ende des Tunnels und ich bin sehr sicher, wir werden dann bald wieder sehr viel Freude dann haben, wenn man dann Jahrhundertaktien zu Jahrhundertkursen einsammeln kann. Aber wir haben jetzt zum Beispiel unter Schmerzen einige Titel auch verkauft und haben jetzt 50% Cashquote nach zuvor 30% und bleiben entsprechend vorsichtig im Markt. Wir schauen mal auf ein paar Werte, die auch noch Zahlen vorgelegt haben. Jüngst SMA Solar. Solar immer wieder ein Thema hier bei uns. Wie sind denn in diesem Fall die Zahlen ausgefallen und aufgenommen worden? Genau, nochmal kurz, um unser Marktthema abzuschließen. Wir haben ja hier vom Bloom-Institut zum Beispiel den CEO, der hatte jüngst getwittert, das ist Once in a Generation Opportunity. Er glaubt auch, hier sieht man es, der Tweet unten, er glaubt auch, wir haben vielleicht den Boden noch nicht gesehen, wir brauchen noch Geduld. Aber natürlich ist es dann eine einmalige Chance. Auch hier sieht man es, auch der Airbnb-Chef hat getwittert, das erinnert ihn an 2008. Der hat ja quasi auch mitten vor der Krise und in der Krise damals Airbnb gegründet. Und das war ein Moment, sagte man, dachte, man hat es jetzt verpasst, der Moment ist vorbei, aber es kommen immer wieder neue Momente. Und das sollte man sich schon im Hinterkopf behalten, also jetzt nicht flüchten, panisch aus dem Markt und nie mehr kommen, weil natürlich dreht es im Markt. Meist dauert es länger, als man denkt und wahrscheinlich wird es drehen, wenn es die wenigsten mitbekommen, weil die meisten schon vom Hobby Börse auf Hobby Gärtnern umgestiegen sind, aber es wird drehen, das natürlich. Der CEO hat ja auch angekündigt, dass heute noch, übrigens haben wir letzte Woche darüber gesprochen, Stimmt, Airbnb eine Marco. große Veränderung anstehen wird und das heute bekannt gegeben wird. Noch, ich habe vorhin mal nachgeguckt, weiß man es nicht. Müssen wir uns gedulden. Das heißt, wir schauen jetzt mal auf SMA Solar. Da wissen wir jetzt schon, wie die Zahlen ausgefallen sind. Der SMA hat beim EBIT-Gewinn doppelt so viel gezeigt wie gedacht, also eine kleine positive Überraschung. Grundsätzlich hat man ein Ziel festgehalten. Also war jetzt nicht die Gewinnwarnung, die ja ab und zu bei SMA Solar kommt. Wie gesagt, die Erwartungen sind nicht hoch, weil man die Chips noch nicht hat. Aber man hat nochmal darauf hingewiesen, was uns ja viele Marktteilnehmer und Portale gesagt haben, gerade im März, riesen Solarboom. Und SMA Solar hat einen 10-Jahres-Rekord beim Auftragseingang. Also natürlich kommt der Boom an. Und man sagt heute auch, damit den Großteil des Auftragsbestandes dann auch abarbeiten können, wenngleich es noch mit Chips eng bleibt. Also hier haben wir einen Titel mit KUV1, der eben nicht teuer ist und wir haben einen Solarboom. Kam jetzt auch nochmal eine neue, haben wir eine Grafik dazu, eine Studie von Solar Power Europe, die eben darauf hinweisen, weltweit sehen wir enormes Wachstum, so im Schnitt deutlich zweistelliges Prozentwachstum, 36% können es dieses Jahr werden. Also natürlich geht es hier in dem Bereich voran. Man ist nicht so abhängig von der Gesamtwirtschaft, die wirklich Probleme hat. Insofern halten wir hier dran fest, wenngleich es auch hier derzeit knirscht, ganz klar. Du hattest in dieser Woche, glaube ich, Kontakt mit Verbio. Was haben die denn von sich gegeben? Was gibt's Neues? Genau, auch uns hat es hier bei einzelnen Titeln erwischt. Verbio ist einer davon. Sehr gut gelaufen die letzten Monate und Jahre und jetzt politisch gesehen gab es hier eine Grätsche, ganz klar, weil die SPD eben sagt, Nahrung im Tank will man jetzt einschränken. Und Verbio reagiert hier entsprechend sensibel darauf. Die Aktie, da gibt es natürlich auch viele Gewinne, die angelaufen waren und mitgenommen wurden. Ich hatte jetzt Kontakt zur stellvertretenden FDP-Fraktionsvorsitzenden Konrad, die nochmal gestern gesagt hat, nein, wir sehen das anders. Das sei zu plakativ, wie das die anderen Parteien jetzt teils fordern. Man sieht ganz klar, dass eben
oft einfach Reststoffe verwendet werden, was sehr sinnvoll sei, dass es eine wichtige Technologie sei, Biokraftstoffe, gerade in diesen Zeiten, in denen ja auch Energie fehlt. Insofern ist es noch nicht ausdiskutiert, ist natürlich eine Unsicherheit. Analysten sehen jetzt, die übrigens immer noch Kursziele von 85 Euro haben, Analysten sehen jetzt die Möglichkeit eines Kompromisses, dass vielleicht wie in anderen Ländern tatsächlich vorübergehend, aber nur eine Beimischung eben eingeschränkt wird. Also wer Bio wiederum sagte mir, man könnte ja auch ins Ausland seine Produkte verkaufen. Man setzt ja bereits auch viel auf Stroh und auf die Expansion in Amerika. Also sprich, ich gehe davon aus, dass wir hier kurzfristig schon zu stark gefallen sind und eine Gegenbewegung ansteht. Aber auch das ein Titel, wo ich jetzt nicht blind nachkaufen und neu einsteigen würde. Grundsätzlich bleibt in dem Markt im Zweifel das Gebot, mal ein bisschen Cash trocken zu halten, um dann da zu sein, wenn der große Turnaround kommt. Dann schauen wir jetzt auf K plus S, weil die haben Bilanz vorgelegt, Gewinn- und Umsatzsprung vermeldet. Wie ist die Bilanz bei dir angekommen? Sehr gut, und das wiederum ist ein Titel, der uns sehr viel Freude gemacht hat und immer noch stark im Plus ist natürlich, wenngleich wir auch hier mal ein paar Gewinne schon die letzten Wochen mitgenommen haben, weil wir müssen ja, wie gesagt, ein bisschen die Cashquote pflegen. Starke Zahlen, ganz klar, vervierfacht operativer Gewinn. Und der Boom ist hier leider, sage ich mal, noch nicht vorbei, aufgrund auch der Kriegssituation. Wir halten eine Restposition fest. Hier ist ein starker Titel, der im Aufwärtstrend ist, kurzfristig auch mal ein bisschen in die Konsolidierung übergeht, aber für mich eine Halteposition mit entsprechend angepasster Positionsgewichtung. Kann das. Bilanz auch von Neil, die heute vorgelegt wurde. Wie lief's hier? Genau, Neil hatten wir verkauft und Neil ist ein Tech-Titel und hochbewerteter Titel, wo natürlich die Zahlen unbedingt stimmen müssen. Hier hat man die Erwartungen, die hohen, verfehlt beim Umsatz 21 Millionen statt 25. Insofern würde ich auch hier nicht zu früh zurückkaufen. Hier sind wir eben unter der Signallinie, Dynamik nach unten. Wenngleich Wasserstoff sehr wichtig wird, das sagen mir viele Brancheninsider, aber dennoch und trotzdem auch hier nicht zu früh das trockene Pulver verschießen, würde ich raten. Machen wir weiter mit General Motors und kommen auf unser Thema, allseits beliebtes Thema Drohnen, mal wieder zu sprechen. Wie ist denn GM da positioniert? Genau, hier gibt es schöne Konzepte. Auch das wird Katie Wood als Zukunftsverfechterin gefallen, aber die eigentliche Überraschung ist, dass gerade bei GM, wir hatten gerade mal so ein paar Charts gesehen von ARK Invest, die sind bekannt dafür, extrem schnell wachsende, in der Vergangenheit, manche wachsen ja gar nicht mehr, siehe Peloton, aber vor allem auch hochbewertete Titel zu kaufen, mit Tesla bekannt geworden, hat jetzt tatsächlich General Motors einige Stücke gekauft für einen ETF, den sie managt. Also das ist eine große Überraschung, weil Katie Wood war ja so Jahresbeginn noch gesagt hatte, es sei lächerlich, dass GM und Ford steigen wegen ihrer Elektroautoprogramme. Sie hätten ja noch 98% Verbrenner und sie hat dann eben Tesla vorgezogen. Aber man sieht es am Beispiel Drohne. GM ist hochinnovativ, will 35 Milliarden investieren in Elektroautos und in Selbstfahren. Und tatsächlich ist die Cruise-Plattform, wo übrigens auch Qualcomm Partner ist von GM, wir sehen es dann auch mal in der Grafik, enorm fortschrittlich. Hier fahren in Kalifornien schon auf Level 4 eben solche Testautos tatsächlich durch die Straßen. Man kann sich hier reinsetzen und eben fahrerlos transportiert werden. Es gibt, wie gesagt, Experten, die sagen, GM mit Cruise ist hier weiter als andere Hersteller, eben auch wie Tesla. Katie Wood sagt, muss sie auch, sie hatte noch für über 1 Milliarde Tesla-Aktien, die sie aber jüngst auch ein paar wieder verkauft hat für 30 Millionen. Hier sieht man mal eine Grafik vom letzten Jahr schon, von CRM-Quelle, dass eben VW und Tesla hier eher im Mittelfeld sind beim Thema Selbstfahren, gerade wenn es geht mit der Perspektive bei dieser Grafik mit Level 3 und 4 und eben GM hier schon weiter ist. Ich habe ganz frisch auch heute nochmal angefragt bei Professor für Selbstfahren von der TU München, der mir nochmal bestätigt hat, ja, das ist noch aktuell. Er sieht weiterhin, dass Tesla das Problem hat, eben
zu wenig Sensoren zu haben, zu sehr auf Video zu setzen wie andere, nachzulesen natürlich im Hotstock Report das Video. Und hier sieht man nochmal die CES-Präsentation von GM. Interessanter Value-Titel, der im Vergleichsweise günstig ist. Man muss mal sehen, auch GM wird erhofft und erwartet, bis 2030 schon 50 Milliarden mit Roboter-Auto-Service-Leistungen zu erlösen. Auch bei Tesla gibt es diese Erwartung, sogar schon bis 2026 von ARK Invest wiederum, dass sogar schon zwischen 400 und 500 Milliarden hier beim Thema Selbstfahren erlöst werden sollen. Aber ich denke, da ist diese Prognose bei GM realistischer und vor allem GM ist mit 60 Milliarden bewertet, Tesla immer noch über 800 Milliarden. Insofern finde ich es eine ganz vernünftige Idee von ARK Invest, hier mal ein bisschen zu streuen, eben auch auf Value, wenngleich auch GM gerade nicht im Aufwärtstrend ist, muss man auch mal klar sagen. Aber ganz klar Watchlist und Kaufkandidat, sobald wir hier nach oben drehen. Auf Tesla werden wir gleich noch blicken, vorher aber noch ein Vergleich von BMW und Volkswagen. Und bei Volkswagen kommt dann doch wieder irgendwie Tesla ins Spiel, weil Elon Musk hat mal wieder Tesla ordentlich gelobt und das, obwohl ihm ja eigentlich Loben schwerfällt. Du hast gesagt, das fiel ihm schwer, aber gerade die loben sich gegenseitig und das stimmt, die sind beide sehr gut unterwegs. Und es ist gerade aus Kundensicht sehr erfreulich, dass hier so viel passiert für neue dynamische Elektroautos. Hier noch gefangen, auch mit Druck BMW und Volkswagen, weil auch die Rezession über uns allen schwebt. Die Frage ist, wie vorsichtig werden Konsumenten auch, wenn die Zinsen steigen? Also Volkswagen gab es ja ein Lob dann eben von Musk, aber bei BMW gab es noch eine sehr wichtige News. Also es ist auch mal tatsächlich wichtig, dass wir heute darüber sprechen. Wir gingen ein bisschen unter, aber BMW geht es ja um eine neue Klasse. BMW sagt, wir haben mit dem i4, können wir einblenden, hat BMW jetzt schon tatsächlich ein Auto, was durchaus sich gut schlägt. Wir hatten das besprochen gegenüber das Model 3. Aber meine Kritik auch und auch die Kritik von vielen ist, das eigentliche Topmodell mit 300.000 Verkäufen pro Jahr, der 3er, BMW 3er, wer kennt den nicht, den gibt es immer noch nicht voll elektrisch, nur in China bisher. Und da warten alle drauf. Und das ist auch ein Grund für den großen Erfolg von Tesla, weil eben Model 3 kein Konkurrent kam. Aber jetzt, hier sieht man nochmal das Lob, aber jetzt hat eben der BMW-Chef gesagt, die Entwicklung der neuen Klasse ab 2025 soll es hier starten. Bisher wollte man wieder auf eine neue Klasse-Plattform mehrere Antriebe machen, auch Verbrenner. Aber jetzt die neue Aussage, wir gehen hier pur und hauptsächlich auf vollelektrisch bei der neuen Klasse. Also das ist nichts anderes als genau dieser Model 3-Killer, der natürlich viel zu spät kommt, aber der dann 2025 wohl kommt von BMW, günstiger als der i4 und übrigens in Ungarn gebaut. Man will hier einen Quantensprung auch bei den Technologien machen, auch bei der Zellchemie. Ich gehe davon aus, mit Partnern wie Samsung SDI, die ja auch in Ungarn wiederum ihre Zellen fertigen. Insofern wird das ein hochspannendes Auto und eine Gefahr für Tesla, wenn man nicht beim Model 3 nochmal nachlegt. Aber es ist noch ein, zwei Jährchen hin oder zwei, drei Jährchen bis 2025. Aber das wird nochmal spannend werden für die Zukunft. Beide Titel, Watchlist, würde ich noch nicht kaufen, aufgrund dieser extremen Situation, die wir gerade sehen. Aber es kommen da noch einige spannende Produkte in den nächsten Jahren. Du hast gerade Samsung SDI schon erwähnt im Zusammenhang mit BMW. Würdest du da momentan zum Kauf raten? Wir sehen den Wert auch gleich. Samsung SDI haben wir im Depot 2030. Das ist ein Titel, der sich vergleichsweise gut hält, eben aufgrund des Batterieboomes. Wir hatten es angesprochen, immer mehr, auch Stellantis-Chef sagt, wir gehen in einen Batterieengpass rein. Und Samsung SDI ist hier natürlich gut positioniert. Die Fabrik läuft schon seit einigen Jahren hoch in Ungarn, hat Partner wie BMW, die jetzt nochmal gesagt haben, wir wollen nochmal fokussierter das Thema angehen. Insofern ist das eine Aktie, wo das KGV für nächstes Jahr mittlerweile rund bei 20 ist. Das ist genau die Schwelle, wo wir mal gesagt haben, Aktien über KGV 20 eher abbauen, unter KGV 20 sind die Chancen trotz großer Krise, die wir gerade haben an den Märkten, noch gut. Also hier halten wir dran fest im Depot 2030, im Prinzip mit dem Finger am Abzug nachzukaufen, sobald wir hier auch nochmal neue Stärke sehen. Wir sehen hier die gelbe Signallinie. Aber das ist ein Titel mit Zukunft, ganz klar.
Bleiben wir noch beim Thema Batterie. Wir schauen auf Warta. Wird es in dieser Woche noch spannend? Morgen am Donnerstag werden Zahlen vorgelegt. Was machst du momentan aus dem Wert? Warta haben wir aktuell nicht mehr auf der Empfehlungsliste, seit einigen Wochen schon. Auch hier haben wir eben diesen Abwärtstrend mit KGV unter 30 oder an 30 durchaus nicht schreiend überbewertet und durchaus eine tolle Technologie. Wir hatten ja auch gesprochen mit Warta oder mit Manz, die Partner waren schon von Warta. Und Warta hat jetzt auch nochmal zur Solarmesse ein neues Produkt vorgestellt, eben ein Solarspeicher, sehr schlank und schönes Design. Durchaus kann dieses Produkt seine Käufer finden, zumal wir ja auch hören, es gibt gerade einen Engpass für Solarspeicher wegen des Booms im Privathaushalt. Da ist von einer Verdreifachung und Vervierfachung die Rede aufgrund der hohen Strompreise. Insofern, für mich ist das ein Watchlist-Kandidat, würde ich aber auch nicht zu früh zurückhaben, sondern auf entsprechende positive Impulse wieder warten. Jetzt blicken wir nochmal auf Tesla. Gleich sehen wir den Chart eingeblendet. Elon Musk, natürlich jetzt auch immer wieder mit der Twitter-Geschichte im Gespräch, hat jetzt sich auch jüngst geäußert, dass er Herrn Ex-Präsidenten Donald Trump wieder zulassen möchte, wenn der dazu Lust hat auf Twitter. Genau, wir hatten das Thema auch schon ab und zu mal angesprochen und besprochen. Es war irgendwo zu erwarten. Er hat jetzt gesagt, es war eine falsche und törichte Entscheidung und er würde den, wenn denn die Übernahme von Twitter klappt, dann auch wieder freischalten. Hören wir gleich mal rein. Chathändisch Tesla weiter angeschlagen. I guess the answer is that I would reverse the perma-ban. Obviously, I don't own Twitter yet, so this is not like a thing that will definitely happen, because what if I don't own Twitter? But my opinion, and Jack Dorsey, I want to be clear, shares this opinion, is that we should not have perma-bans. Er sagt im Prinzip, er würde ihn freischalten, weil er will ja freie Rede und er will, und selbst der Twitter-Gründer Jack Dorsey würde seiner Meinung sein, dass das eine falsche Entscheidung war. Kurzfristig sperren ja für jemanden, der gegen Regeln verstößt, aber komplett den Ex-Präsidenten zu löschen, ging zu weit aus seiner Sicht. Insofern, die Frage ist, wieso sprechen wir drüber? Weil die Frage ist natürlich schon wichtig und relevant, weil ich gehe tatsächlich davon aus, dass das irgendwo auch die nächsten Wahlen mitentscheiden kann, ob man ihn reden lässt und zulässt in sozialen Medien oder nicht. Tesla, bleiben wir bei unserer Meinung, ist angeschlagen, charttechnisch, und ist natürlich teuer bewertet, aus meiner Sicht zu teuer bewertet und bleibt angreifbar in diesen Tagen. Wir behalten es im Auge, das Thema Tesla, aber die Aktie würde ich aktuell nicht zurückkaufen. Letzten Wert haben wir noch für heute oder letzte Asset-Klasse. Auf Gold blicken wir jetzt noch. Der Goldpreis ist auf ein 3-Monats-Tief gefallen. Wie könnte es hier weitergehen? Ist ja echt schwierig in diesen Tagen. Auch deswegen sagen Marktbeobachter, selten gesehen bis nie gesehen, dass quasi alle Assetklassen derzeit die Luft rausgelassen wird. Wir haben bei Gold zwei Goldtitel im Depot 2030. Bei beiden sind wir nur noch knapp im Plus, hatten aber jeweils schon auf einem höheren Niveau Teilgewinne mitgenommen. Gold ist aber trotz dieser Korrektur noch stabiler als viele, viele andere Titel und im Prinzip auch noch über die Signallinie. Daher bin ich weiterhin der Meinung, dass Gold eine sinnvolle Beimischung bleibt. Und es würde mich überraschen, wenn wir hier auch noch in den großen Sinkflug gehen würden, wobei mich in diesen Tagen tatsächlich nichts mehr überraschen würde. Aber Gold ist Stand jetzt noch eher ein sicherer Hafen, in Anführungsstrichen. Also wir halten an den Restpositionen der Goldtitel daher fest, weil wir hier trotzdem wir Konsolidierung haben, relative Stärke haben. Aber tatsächlich ist derzeit das klassische Fiat-Geld und ein bisschen Euros auch nicht so verkehrt. Wie gesagt, unsere Cashquote aktuell Depot 2030, 50%. Wir warten auf die Chancen, die kommen. Das wird tatsächlich erfreulich werden die nächsten Jahre. Du siehst, ich bin auch noch hier, wo ich damals mitten im Crash ins kalte Wasser geflogen bin. Also langfristig sind das natürlich große Chancen. Kurzfristig werden es nochmal, glaube ich, schwierige Wochen, daher handlungsfähig bleiben und nicht zu früh das Pulver verschießen. Mein Tipp weiterhin. Florian, dann vielen Dank für das Update. Danke, Marco. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr könnt es beim nächsten Mal gerne wieder reinschauen. Bis dahin, macht's gut.